Grüße dich recht herzlich, hier ist Vyacheslav Zevol, ausgezeichnet, dass du dir die Zeit nimmst und dieses Video anschaust. In diesem Video möchte ich dir kurz ganz einfach erzählen darüber, was es wirklich in der Ukraine los ist. Vereinfacht gesagt kann man dazu Folgendes sagen. Auf der einen Seite gibt es Menschen dort, die mehr oder weniger ukrainische Interessen vertreten, auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Opposition, die die ukrainischen Interessen an die westlichen Eliten verkaufen möchte. Dazu gehört natürlich auch Herr Klitschko kann leider, wie gesagt, als Boxer habe ich mit ihm überhaupt gar kein Problem. Hat er vielen gezeigt in der Welt, dass er richtig toll auf die Fresse schlagen kann, wenn es sein muss, ja. Aber was jetzt da in der politisch angeht, nun leider Gottes ist es so, dass Herr Klitschko für sich einen Weg ausgewählt hat, wo er nur langfristig gesehen nur eine Marionette des Westens sein wird. Denn es ist folgendes, ja, dass die westlichen Eliten vorhaben, die Ukraine in ihre Hegemonie zu bringen. Das sagen auch deutsche Experten und so weiter, die verschweigen es das nicht, dass der Drang nach Osten soll es weitergehen, nur unter anderen Mitteln soll es dann geführt werden. Langfristig gesehen soll die Ukraine am besten in die NATO geführt werden, um dass die für also diese Soldaten als Kanonenfutter zu missbrauchen in bestimmten Regionen. Und auf der anderen Seite soll die Ukraine weg von Russland geführt werden, damit Russland seine Expansion der russischen Zivilisation nicht weiter vorangeht. Ja, aber wie gesagt, aus meiner Sicht machen die genau jetzt das, was die letztendlich nur in einem schlechten Lichte darstellt. Denn Fakt ist folgendes, ja, kurz nur zur Information, falls du es nicht weißt. Diese Revolution, die in der Ukraine gemacht wurde, ja, wurde seit langem schon vorbereitet. Dazu wurden ganz einfach Kopien gemacht, ja, die von den Revolutionären in Ägypten zum Beispiel verteilt wurden. Ganz einfach, wie die sich ausrüsten sollten und so weiter, was sie brauchen, um gegen die Polizei zu demonstrieren. Nun, das amerikanische Departement, ja, für diese Angelegenheiten spart er auch, muss an Geld sparen. Deswegen haben die Folgendes gemacht. Die haben diese Kopie ganz einfach genommen, also diesen Blatt, 1:1 ihn auf Ukraine genommen, nur auf Ukrainisch geschrieben und das Ganze auch weiter verteilt. Und hat man ja gesehen, dass es auch das Gleiche letztendlich, das was in Ägypten verteilt wurde, wurde das Gleiche auch in der Ukraine verteilt. Auf der anderen Seite ist es so Folgendes. Vor einiger Zeit habe ich dann ein sehr besonderes Video gesehen, welches aufzeigt, ja, das, was in der Ukraine wirklich los ist. Denn dort wurde ein Flugzeug von Lufthansa in dem Fall, ja, im Flughafen aufgenommen. Dort gingen die Diplomaten zu dem Flugzeug. In dem Fall waren es US-amerikanische Diplomaten, die haben die Post abgeholt, dann waren die weg. Gleichzeitig wurde aus dem Flugzeug dann große Geldsäcke genommen und in einen Geldtransporter gesteckt. Also in den ukrainischen Geldtransporter. Ja, und dann einige Tage später hat man die Büros der Partei Батьківщина untersucht, ja, oder durchsucht besser gesagt, und dort hat man Bargeld in Höhe von 17 Millionen US-Dollar gefunden. Nur in dieser einen Zentrale, nur in dieser einen Partei. Und aber es gibt ja dort einige dieser Parteien, die eigentlich ist dort die Menschen bezahlen für Geld, ja, diejenigen, die ihr versprochenes Geld nicht ausbezahlt bekommen, die demonstrieren dann zum Beispiel von den Parteien, also von dem Parteigebäude des Klitschko, ja, und sagen, Klitschko gibt uns unser versprochenes Geld zurück, ja, und viele Menschen, die dort aufstehen, sind entweder bezahlt oder die haben ganz einfach nicht klar erkannt, dass was die erwartet, wenn die hier diesen Vertrag unterschreiben. Wenn die diesen Vertrag unterschreiben, die Ukraine mit der EU, Assoziierungsabkommen, dann erwartet ganz einfach die Ukraine nichts Gutes. Die Preise für die ganz normale Bevölkerung, also in vielen Bereichen, werden mehr um das Doppelte erhöht, obwohl die Löhne überhaupt nicht steigen um das Doppelte. Der Staat muss sich aus vielen Unternehmen also entfernen, also vereinfacht gesagt, muss die privatisieren, in dem Fall wohin? Natürlich an westliche Unternehmen, die das Geld haben und auch Geld drucken, ja, in Unmengen sozusagen, ja, weil es ist ja nichts gebunden, sondern sind nur Scheine. Und auf der anderen Seite muss dann die Ukraine, ja, mehr in die Einflussgebiete sozusagen der EU geführt werden, des Brüssels in dem Fall, ja, mit dem Ziel, nochmal, ja, eine weitere Spaltung zu machen zwischen Russland und der Ukraine.
Nun, falls du nicht weißt, diese ganzen Parteien, zum Beispiel von Klitschko, zum Beispiel, ja, wurde im Auftrag gegeben von der Hans-Seidel-Stiftung, ja, von der die Organisation, die nahe zu der CDU steht, ja, wurde im Auftrag gegeben, dass er das Ganze macht. Leider Gottes, wie gesagt, hat er für sich diese Rolle ausgewählt, dass er diese Marionette des Westens sein will. Es gibt sogar Bilder und Videos wurden aufgetaucht, ja, wo der Herr Klitschko die, wie er die Menschen zum Maidan aufruft, ja, oder wo diese ganzen sogenannten Demonstrationen waren. Hier wird es ja uns so verkauft in den Westen, ja, das sind Demonstranten, die für die Freiheit demonstrieren. Eine Frage, hast du irgendwo eine friedliche Demonstration gesehen, wo nach einer friedlichen Demonstration über 100, in dem Fall waren es ca. 160 Spezialeinheiten, also Kräfte von den Spezialeinheiten, in dem Fall waren es Berhut, im Krankenhaus landen? Eine friedliche Demonstration, wo die Helme von diesen Soldaten und so weiter kaputt sind? Wo die mit Ketten durch, so geschlagen wurden, mit Stöcken und so weiter, mit Metalldrähten, ja, dass die Menschen, die dort standen in den Einheiten, die haben Wunden gehabt, wie nach einem Anschlag, also Bombenanschlag und so weiter, Fleisch aufgerissen und so weiter. Oder auch das, wo so ein Großteil der Menschen mit Kopfverletzungen, ja, Gehirnerschütterungen und so weiter, Schädelbruch etc. im Krankenhaus gelandet ist. Eine friedliche Demonstration, wie wir uns das hier verkauft wird. Fakt ist, wie gesagt, dort hat man natürlich versucht, mit allen Mitteln auch einen gewaltsamen Umsturz zu machen, um hier im Westen den Menschen, ja, das gut zu verkaufen, was angeblich da alles los ist, ja, dass es hier undemokratisch abläuft. Aber im Großen und Ganzen wurde das Ganze inszeniert, vom Westen finanziert, um hier wiederum ein schlechtes Bild der Ukraine, der ukrainischen Regierung hier bei uns im Westen zu machen. Gleichzeitig aber, wie gesagt, auch darüber zu sprechen, wiederum Putin ist schlecht, denn er will die Ukraine, hat mit allen möglichen Mitteln der Ukraine gedroht, Gaspreise etc., ja, die nicht nach, damit die das Abkommen nicht unterschreiben. Aber eine Frage, wenn doch die europäische Bürokratie das wirklich wollte, warum haben die ihnen nicht zum Beispiel Gas günstiger geliefert oder Kredite gewährt? Denn zum Beispiel wurde jetzt das Abkommen unterschrieben, ja, also es wurden 14, besser insgesamt wurden 14 Verträge unterschrieben, wo jetzt Janukowitsch in Russland war, bei Putin. Unter anderem einer der Verträge, also dass der Gaspreis um ca. 30% gesenkt wird, damit die ukrainische Wirtschaft mehr oder weniger besser Luft zum Atmen hat. Ja. Und auf der anderen Seite hat Russland 15 Milliarden jetzt in die Staatsanleihen, ukrainische Staatsanleihen investiert. Im Großen und Ganzen kann man das sehen als Kredit, der aber nicht an Bedingungen geknüpft ist im Vergleich zu der Weltbank, die ganz einfach gesagt hat, dass ihr die ganzen Ausgaben reduzieren, Sozialabgaben, Rentenkürzungen und so weiter. Die Preise für Gaspreise müsst ihr nicht mehr datieren, sondern die müssen um das Doppelte erhöht werden für die Bürger und so weiter. All diese Bedingungen wurden von Haus aus gestellt, überhaupt damit ein Kredit gewährt wird. Seitens der Weltbank zum Beispiel. Ja. Russland hat überhaupt diese Bedingungen nicht gestellt, denn die wollen, dass die ukrainische Wirtschaft und die ukrainischen Menschen dort besser haben, weil die ganz einfach auch wissen, dass gemeinsam sind die dann noch stärker, denn im Großen und Ganzen die ukrainische Wirtschaft, die ist an Russland gekoppelt. Ja, weil Sowjetunion wurde auch als Organismus gebaut. Falls du das darüber mehr informieren willst, in einem anderen Video erkläre ich, wie das und so weiter früher zustande gekommen ist. Und heute ist es so, dass die ganze Schiffsbau, Flugzeugbau, Raketenbau, also Weltraumbau und so weiter, also für Weltraumflugzeuge etc., das ist im Großen und Ganzen alles mit Russland gekoppelt. Und die, seitens der russischen Staaten, ja, sind die bereit, auch einen Teil der, Bestellungen, ja, in der Ukraine zu platzieren, damit die ukrainische Wirtschaft wenigstens, ja, weiter irgendwie überlebt. Denn seitens der europäischen Eliten, die sind überhaupt nicht daran interessiert, einen Konkurrenten zu haben aus der Ukraine, der zum Beispiel Maschinen herstellt, Flugzeuge herstellt und so weiter, oder Turbinen, sondern dort muss diese Wirtschaft weiter vernichtet werden. Was auch dann vorgesehen ist natürlich, ja, seitens Russlands und Putin, die wollen, dass es gemeinsam, ja, sie zu kooperieren, denn auch die sind voneinander abhängig in vielen Bereichen und wollen gemeinsam kooperieren, denn sie wissen, gemeinsam, wenn man Geschäfte macht, ja, entwickelt
man sich besser weiter und letztendlich kann man in dieser Globalisierung besser bestehen. Fakt ist, kann man sagen, hier bei uns im Westen wird vieles komplett anders dargestellt, deswegen das, was von den offiziellen Desinformationsmedien verbreitet wird, sind im Großen und Ganzen Lügen und Halbwahrheiten. Deswegen macht das keinen Sinn, diese ganze Scheiße überhaupt nicht mehr anzuhören, macht nur blöd, ja, und letztendlich verdummt das Ganze. Denn das, was, wie gesagt, leider Gottes, ich möchte da jetzt keinem Vorurteil geben, die offiziellen Desinformationsmedien erzählen im Großen und Ganzen nur Scheiße, ja, entschuldige mal für den Ausdruck, ja, aber Fakt ist, dort im Osten laufen Prozesse ab, die im Großen und Ganzen dem Wohl der ukrainischen Volkes jetzt dienen werden, ja. Wenn es aber, wie das ausschaut, langfristig gesehen ist es möglicherweise sogar die Zerteilung Ukraines zu erwarten, aber das ist, diese Prozesse, wie gesagt, werden von der westlichen Elite absichtlich installiert und in den Weg gebracht, ja, letztendlich auch um Russland weiter zu schwächen, um irgendwann mal Russland auch hier anzugreifen. Denn Drang nach Osten geht ja auch hier weiter, nur jetzt unter neuen Mitteln und man versucht mit allen, wie gesagt, möglichen Mitteln das Ganze zu machen. Aber das ist eine kurzfristige Denkweise, denn auch selbst Russland und Putin hat ja ganz klar auch gesagt, dass Russland wird nach wie vor Hebel haben, um auch den Balance in der Welt wiederherzustellen. Egal, ob das jetzt von der europäischen oder von der amerikanischen Seite gewünscht wird, Fakt ist, die Musik spielt im Osten und den Russen ist es auch ganz klar und bewusst, was es dann abgeht. Und die wollen eine friedliche Kooperation machen mit allen, die das auch erreichen wollen. Und diejenigen, die das auch vorhaben, die haben eine wunderbare Chance, auch mit Russland oder mit Ukraine gute Geschäfte zu machen. Und diejenigen, die es vorhaben, weiterhin, das ist leider auch ein Teil der deutschen Elite, politischen Klasse, die es vorhaben, nun, da kann ich Ihnen sagen, im Großen und Ganzen werdet ihr scheitern und die Konsequenzen werdet ihr auch selber tragen, selbst in eurem eigenen Lande. Denn die Probleme, die in unserem Lande hier sind, ja, ihr müsst hier sich kümmern. Vereinfacht gesagt, was hat denn der Herr Außenminister dort, verdammt nochmal, auf dem Platz dort zu suchen in der Ukraine? Aber es hat ja auch so, ist ja natürlich das Ziel, dass Herr Klitschko vorbereitet wird als der mögliche Präsident hier bei uns im Westen. Er muss ja hier publik gemacht werden und eine der PR-Aktionen, die war im Großen und Ganzen, ja, dass der Herr Westerwelle dort in der Ukraine war mit Klitschko und so weiter, mit anderen Politikern, aber Klitschko in dem Fall ist der Hauptkandidat von denen, sollte hier dem westlichen Publikum weiter präsentiert werden. Als Boxer kennen ja viele, jetzt ist die Frage hier, ihn als Politiker bekannt zu machen. Westerwelle war schon dort, demnächst wird ein Treffen stattfinden, wo Klitschko mit Merkel schon sprechen wird und auch hier dem deutschen Publikum als der mögliche Kandidat für die Ukraine vorgestellt wird. Nun aber kann ich Ihnen sagen, dass leider Gottes, wie gesagt, wenn Klitschko an die Macht kommt in der Ukraine, wird er auch weiter die ukrainischen Interessen verkaufen, denn dieses Abkommen, was mit der EU unterschrieben werden sollte, hat im Großen und Ganzen gar keine Vorteile für die Ukraine, außer nur Verpflichtungen und Nachteile. Ich hoffe, mit diesem Video wurdest du etwas mehr darüber informiert. Das, was du in den offiziellen Medien nicht hörst, hast du hier in diesem kurzen, kompakten und schnell erzählten Video erfahren. Konntest deinen Blickwinkel erweitern. Wenn du mehr Informationen erfahren willst, abonniere meinen Kanal hier auch auf YouTube, ja, oder unseren Infobrief auf sevel.ru. Ich danke dir sehr für die Aufmerksamkeit. Alles Gute wünsche dir, Vyacheslav Sevel.